Hallo alle zusammen, heute gibt es einen neuen Tag von mir und zwar hat mich die liebe Ruby von Kokuri Ruby zum Freundebuch-Tag getaggt. Vielen Dank an dich. Ihr Video findet ihr natürlich in der Infobox und fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Also, erste Frage, Name bzw. Spitzname. Mein Name ist Angelina und meine Spitznamen sind Angie und Lina. Zweitens, Geburtstag, 29. April 92. Drittens, Sternzeichen, Stier. Viertens, ein Fakt über mich. Ich lese gerne und ich lache gerne und ich schlafe gerne. Okay, es waren jetzt drei Fakten, aber was soll's. Fünftens, Hundemensch oder Katzenmensch? Definitiv Hundemensch. Ich hatte 14,5 Jahre einen Labrador-Retriever, habe sie über alles geliebt und ja, ich bin kein Katzenfreund. Also ich habe jetzt nicht so den Mega-Hass gegen die, das hat sich inzwischen schon gelegt, aber ich habe einen Mordsrespekt vor diesen Tieren. Die sind so unberechenbar. Ich persönlich, also natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber ich glaube, nachdem ich halt einfach 14,5 Jahre mit einem Hund zusammengelebt habe, habe ein besseres Gespür für Hunde und weiß, wann ich mich an die herantrauen kann, die streicheln kann, dass die lieb sind und mir halt nicht gleich den Arm abfressen. Bei Katzen, die kannst du im einen Moment streicheln und kauen, da schnurren die dich an und im nächsten Moment kriegst du eine geflätzt und du denkst so, hallo, was habe ich gemacht? Habe ich etwa ein Haar in die falsche Richtung gerückt? Ich weiß es nicht. Ja, also Hundemensch. Katzen sind mir unheimlich. Dann, sechstens, warum mache ich den Tag? Weil ich getaggt wurde und den ganz lustig finde. Dann, siebtens, Lieblingsessen. Ich würde sagen, weil einfach, es ist jetzt nicht so, dass das so das mega besondere Essen ist, aber wir essen an Weihnachten immer Fleischfondue mit so einer Soße, die mein Vater selbst, also eine Erdnusssoße, die mein Vater selbst macht. Und das gibt es halt auch einfach nur an Weihnachten. Nur am 24. Dezember essen wir Fondue. Und weil ich das einfach so liebe, diese Tradition und dass halt alle zusammenkommen am Weihnachtsabend. Und ach, das ist so schön. Und ich würde sagen, einfach aufgrund der Atmosphäre dem zuzuschreiben, würde ich sagen, dass es Fondue ist. Weil es halt auch einfach nur einmal im Jahr gibt, nur an Weihnachten. Und das ist so schön. Ja. Achtens, Lieblingsautorin. Habe ich nicht. Ach, habe ich nicht. Von den meisten Autoren habe ich bisher ein Buch bzw. eine Reihe gelesen oder eine Trilogie und Lynn Raven habe ich zwei Bücher gelesen, die haben mir gut gefallen. Paige Toon habe ich vier Bücher gelesen, die haben mir gut gefallen. Haben wir hier noch? Gabriela Engelmann habe ich sechs Bücher gelesen, die mir gut gefallen haben. Nora Roberts habe ich sechs Bücher gefallen, habe ich sechs Bücher gelesen, haben mir gut gefallen, aber dass ich jetzt so den Mega-Lieblingsautor hätte. Ich meine, zum Beispiel Lieblingsbuch Romeo und Julia von Shakespeare. Es ist aber auch das Einzige, was mir von Shakespeare gefällt. Also kann man nicht so wirklich sagen. Aber es tut mir voll leid, ich sehe das hier, die Lichtverhältnisse sind katastrophal, weil es einfach totale Nacht draußen. Es ist 5 Uhr und es ist Nacht. Das tut mir wirklich sehr leid. Ja, wo waren wir? Neuntens, was liest du gerade? Ich lese gerade, wie heißt es? Eine wundersame Weihnachtsreise von Corinna Bohmann. Dann zehntens, Hobbys. Lesen, reden, lachen. Kann man das als Hobby zählen? Ich weiß nicht genau. Ich gucke auch gerne Filme. Ich beschäftige mich gerne mit Menschen. Ich setze mich auch gerne, ja, kann man sein Studium als Hobby bezeichnen, setze mich gerne mit Sprache auseinander. Ja, ich bin langweilig, glaube ich. Ich habe nicht so viele Hobbys. Ja. Ja, das war's auch schon. Ist wirklich traurig. Gut, elftens, Traumberufe aus der Kindheit bis heute. Okay, fangen wir an. Als ich noch im Kindergarten war, wollte ich immer Pilotin werden. Das fand ich total toll. Das hat sich aber relativ schnell gelegt. Und dann wollte ich sehr, sehr lange, eigentlich seitdem ich meine Grundschullehrerin kannte, also ab der ersten Klasse bis, sagen wir mal so, 8. Klasse, wollte ich unbedingt Lehrerin werden.
Grundschullehrerin. Fand ich ganz toll, weil meine Grundschullehrerin so grandios war. Ich habe sie über alles geliebt. Es war ein richtiger Horror, in die weiterführende Schule zu kommen und sie verlassen zu müssen. Oh, ich traue ihr immer noch nach. Ja, das wollte ich sehr, sehr lange, bis ich dann mal irgendwann Nachhilfe gegeben habe und gemerkt habe, oh, ich kann eigentlich gar nicht so gut mit Kindern. Und ach, das Erklären finde ich ja auch nicht so spannend. Blöd, ne? Das hat sich dann auch erledigt gehabt mit der Lehrerin. Ja, dann hatte ich mal eigentlich gar keinen Traum, bis ich dann angefangen habe zu studieren. Bevor ich studiert, also das erste Mal angefangen habe zu studieren, wollte ich Lektorin werden. Das hat sich dann auch ganz schnell ausgeträumt, als ich mal von einer Bekannten einen Text, wie viel wagt der sein, so 70 Seiten, 50 bis 70 Seiten Word-Datei lektoriert, also korrigiert habe. Ich das ganz furchtbar fand, das hat mich voll ans angenervt. Ja, damit fiel dann dieser Traum auch flach. Und dann hatte ich mal kurz die Eingebung, ach, ich könnte ja Veranstaltungskauffrau werden, bis ich mir dann mal die Arbeitszeiten angeguckt habe. Das fand ich dann auch schon wieder ein bisschen blöd. Ja, und momentan stecke ich ja in meinem Sprachwissenschaftsstudium und tendiere so in die klinische Linguistik zu gehen, sprich also Logopädie, Sprachtherapie, aber das kann sich ja alles ganz schnell ändern. Und dann 12. Frage, mein Lebensmotto. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Ja, hab ich ein Lebensmotto? Ich könnte jetzt mal so richtig tiefgründig sein und was total Tolles raushauen, aber fällt nichts ein. Das ist echt tragisch. Ein Lebensmotto. Irgendwo, was ich mir irgendwo mal hingeschrieben habe. Nein. Sollte mir jetzt beim Videoschneiden noch was einfallen, dann werde ich jetzt hier was einblenden. Ja. Und wenn jetzt nichts kam, dann ist mir leider nichts eingefallen. So, dann 13. Was mag ich nicht? Ich mag kein Glatteis und Schneematsch. Und Schnee generell mag ich nicht. Ich erlaube Schnee an 3 Tagen im Jahr. 24, 25 und 26. Dezember. Und dann ist finite. Kann das nicht ausstehen. Ich finde das... Bleh. Es mag ja ganz schön sein, wie es so aussieht, die Landschaft. Aber wenn ich mich in diese Landschaft hinaus bewegen muss und dann klebt es überall an mir, in meinen Haaren, dann fangen die an, die zwirbeln sich dann so hoch und sehe ich aus wie so ein, keine Ahnung, so ein explodierter Wischmopp. Dann muss ich mein Auto freischaufeln, das finde ich auch scheiße. Muss da wirklich mit Schneckentempo langfahren und alle anderen auch. Muss das rumschippen und schaufeln und dann, wenn es auf deinen Klamotten ist und du trägst es mit rein, weil du kriegst ja nicht alles ab, und dann schmilzt es und dann ist alles nass. Geil, super. Und wenn der Schnee schmilzt, dann haben wir Schneematsch und dann ist sowieso alles so eine eklige, braune, graue Pampe. Bäh. Ja, ich mag das nicht, ich finde das furchtbar. Bäh. Nee, gefällt mir nicht. So. Was mag ich? Bücher? Shoppen? Geld? Ich mag Geld. Nein, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Was mag ich denn noch sehr gerne? Ich mag Giraffen. Ich finde Giraffen toll. Und Schildkröten. Ja, Giraffen und Schildkröten. Es gibt so süße Giraffenkuscheltiere, aber ich bin so geizig, sie mir zu kaufen. Und keiner will sie mir schenken. Aber ich habe eine Schildkröte. Ein Mini-Schildkröten. Die liegt. Na, ich zeige die euch jetzt nicht. Die ist da oben. Ein Mini-Schildkröten-Kuscheltierchen bekommen. Ja. Und ich mag Holländisch. Mein Vater ist in Holland geboren und daher habe ich ein Viertel holländische Wurzeln. Und bin auch gerade dabei, also das heißt ja eigentlich Niederländisch, Niederländisch zu lernen. Und ich liebe diese Sprache. Sie ist so witzig. Leute, wenn ihr mal wirklich lachen wollt. Also wenn ihr Englisch-Deutsch könnt, dann versteht ihr Niederländisch eigentlich auch schon. Und bitte, gebt es euch mal, gebt mal bei YouTube irgendein Disney-Lied ein auf Niederländisch. Also dann gebt ihr einfach Dutch ein, halt auf, also Englisch heißt ja Dutch. Und es ist so witzig. Ich lache mich jedes Mal kaputt. Gerade bei Ariel. Also es ist so lustig. Das ist so eine lustige Sprache. Ich finde es einfach nur genial. Und ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn ich den Unterricht habe, weil das so, so witzig ist. Ich liebe das. Das ist total cool. Ja. Macht das mal. Schaut euch das mal an. Vielleicht, wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch ein Video in der Infobox. Das ist so geil. Das ist so cool. Ja. Dann 15. Meine Interessensgebiete. Ja, cool. Sage ich jetzt schon wieder Bücher.
Ja, meine Interessensgebiete. Ist das nicht irgendwie so das gleiche wie Hobby? Wobei, wofür interessiere ich mich? Ich interessiere mich für Sprache. Deswegen studiere ich auch Sprachwissenschaften. Ich bin so ein kleiner Philosoph, könnte man es meinen. Ich ergründe gerne Dinge, wo die herkommen, wieso sie so sind, wie sie sind. Also so, aber so geistige Dinge, nicht so physikalisch-mathematische Sachen. Die sind mir eigentlich herzlich egal. Ja, was noch? Ich interessiere mich für Schminke und Schmuck. Ja, ich bin ein typisches Mädchen. Ha, wer hätte es gedacht? Ich interessiere mich eigentlich nicht so für Schuhe. Ja. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja, Filme, Bücher, Schminke. Damit hat sich die Sache. Das ist echt traurig, oder? Ich bin ein total langweiliger Mensch. Ich sollte mir mal irgendwas Kulturelles. Vielleicht wäre ich zum Museumsgänger. Ich kann Museen eigentlich nichts abgewinnen. Egal, machen wir einfach weiter. 16 Lieblingszitate. Ich weiß es nicht mehr auswendig. In meinem YouTube-Titelbild, ich weiß auch gar nicht, wie der Kerl heißt. Aitmatov oder irgendwie sowas. Warte, ich habe es auf meinem Handy stehen. Du öffnest die Bücher und sie öffnen dich. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Und was ich auch sehr gerne mag, ist der Schlussakt, also im Prinzip der letzte Satz, ja, der letzte Vers, wie man auch immer es ausdrücken mag, bei Romeo und Julia. Soll ich mal kurz vorlesen? Steht nämlich auch hinten auf meinem Handy drauf. Kommt, offenbart mir ferner was verborgen. Ich will dann strafen oder Gnad erteilen. Denn niemals gab es ein so herbes Los wie Juliens und ihres Romeos. Ich finde das schön. Ist halt auch mein Lieblingsbuch und deswegen interessiert es auch gar keinen. Gut, weiter. 17. Meine Macken. Ach, wo sollen wir denn da anfangen? Und wo hören wir denn dann auf? Meine Macken. Ist auch ein bisschen blöd, das jetzt so im Internet ein bisschen breit zu treten. Gut, meine Macken. Was fällt mir ein, was vielleicht mal ein bisschen unterhaltsam ist? Peinlich. Also im Ernst jetzt, ich tue jetzt nicht gerade so, als würde mir nichts einfallen, sondern ich überlege gerade, was nicht so unglaublich peinlich ist. Also ich bin sehr neugierig, muss ich sagen. Krankhaft neugierig, könnte man auch meinen. Ich mag das nicht, wenn man mich versucht, neugierig zu machen. Und damit kann man mich auch echt ärgern. Ich kann, wenn ich schlecht drauf bin, sehr aufbrausend sein. Und ja, beim Autofahren bin ich überwiegend sehr aggressiv, auf andere Autofahrer zu sprechen und Radfahrer und Taxifahrer und LKWs. Da werde ich auch sehr ausfallen. Solche Wörter benutze ich im normalen Alltag nicht. Aber wenn ich Auto fahre, da werde ich wirklich zu einem anderen Menschen, könnte man schon sagen. Ja, und meine Macke ist wahrscheinlich auch, dass ich irgendwie eine Symmetrie brauche in meinem Leben. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht. Ja, okay. Also Mittelscheitel habe ich jetzt nicht, aber was könnte ich denn jetzt nochmal nehmen? Ach, keine Ahnung. Wenn wir ein Weinregal haben und jetzt würden auf der einen Seite, keine Ahnung, auf der einen Seite wären jetzt sechs und auf der anderen Seite wären in der einen Reihe sechs, in der anderen Reihe wären zwei Flaschen, dann müsste ich das ummodellieren, damit es halt irgendwie so ein bisschen symmetrischer aussieht, weil ich das nicht leiden kann, wenn das so auseinandergerät. Ja, sowas halt. Dann 18 Haustiere, wenn ja, welche? Nein, nicht mehr. Ich hatte, wie gesagt, einen Hund, aber das ist leider seit April nicht mehr so. Dann 19, eine besondere Buchempfehlung. Blöde Frage. Oh doch, mir fällt was ein. Und zwar alle Leute, die gerne, das habe ich auch vor kurzem erst ein Video gemacht, alle Leute, die gerne Kirschroter Sommer gemocht haben und Beautiful Disaster so in diese Richtung gehen, schaut euch einfach Liebe von Tamara Webber an. Ist eine absolute Empfehlung von mir. Habe ich ein Video zu gemacht. Ist auch in meinem Monatsrückblick erschienen. Schaut euch das Buch mal an bei Amazon. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch in der Infobox. Wenn nicht, dann schaut einfach mal selber nach. Lasst euch nicht von dem kitschigen Cover täuschen. Es ist eine super Geschichte. Hat mir echt gut gefallen.
Dann letzte Frage 20. Doofstes Schulfach, doofste Schulfächer. Muss ich jetzt ein Schulfach nehmen oder kann ich auch ein Studienfach nehmen? Na gut, fangen wir mal an. In der Schule habe ich gehasst wie die Pest Physik. War das erste, was ich abgewählt habe, als ich diesen bescheuerten Zettel bekommen habe, erstmal Physik zu streichen. Danach kam dann gleich Spanisch. Das lag aber an meinem bescheidenen Spanischlehrer. Ja, ich hatte 2 Jahre in der Mittelstufe Spanisch. Das war dann mehr wie so ein Kaffeeklatschkreis. Und dann in der 11. Klasse habe ich einen neuen Lehrer bekommen, der dann halt tatsächlich einfach mal Unterricht gemacht hat. Und ich da so saß, oh, ich weiß nichts mehr. Ja, und Französisch habe ich auch abgewählt in der Oberstufe. Ich hätte lieber ein Jahr Französisch noch weitermachen sollen. Egal. Ja, das fand ich extrem beschissen. Physik war schon immer mein absolutes Hassfach. Es interessiert mich nicht, wenn ich einen Ball in einen Brunnen werfe, wie lange es dauert, bis der Ball unten aufschlägt und der Schall nach oben getragen wird, sodass ich es höre. Ich gehe in einen Laden und kaufe mir einen neuen Ball, weil mein Ball ist weg. Ich kriege ihn dann nicht mehr raus aus dem Brunnen. Ja, ich fand es schon immer super, super langweilig. Ich konnte mit Chemie viel mehr anfangen. Ja, gut. Und Studienfach? Was hatten wir denn da? Ach, wir hatten so viele Scheißfächer. Aber ich glaube, das Allerschlimmste war wohl Grundlagen der Mathematik. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was mir eigentlich der Dozent da vermitteln wollte. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das hab. Ich meine, ich studiere eine Geisteswissenschaft. Wieso habe ich Mathe? Und wirklich nicht zu wenig. Das ist eine Katastrophe. Ich bin so froh, dass ich da keine Klausur schreiben musste in dem Fach. Das war ganz schlimm. Vor allem, der hat auch einfach keine Folien oder so benutzt, die man sich hätte runterladen können. Nein, er hat auf die Tafel geschrieben. Und natürlich, die Leute, die an die Tafel schreiben, die haben natürlich eine 1A-Handschrift, dass du die super lesen kannst. Ist auch ganz grandios. Ja, aber Gott sei Dank habe ich das rum. Aber es gibt jedes Semester ein Fach, was man nicht leiden kann. Aber was soll's, nö? So, das war der Tag. Ja, wer hat den schon gemacht? Wer hat den noch nicht? Oh mein Gott! Das ist das erste Mal in der ganzen YouTube-Geschichte, dass ich vergessen habe, mein Handy lautlos zu stellen. Das tut mir sehr leid. So, wen tagge ich? Ich tagge Marens Bücherherzchen. Ich tagge Miss Book Passion. Ich tagge Petty Brand. Ich tagge die Choki Books. Ich tagge Sarah Zeilen zum Tee. Ich tagge Sarah The Sarah Story. Falls ihr das alle noch nicht gemacht habt, ich weiß nicht, wie alt der Tag ist. Und bei mir ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich dazu getaggt wurde. Oh nein, jetzt habe ich vergessen. Tanja X Bücherstunde. Mandy Book Nerd, dich tagge ich auch. Christel Zaurini, wenn du Lust hast. Den Buchliebhaber, den Mr. Bookaholic. Ach ja. Hab ich ihn vergessen? Stimmt. Ich mache das aus und ist wieder. Bücherengels Handy, ich tagge dich. Ist immer sehr peinlich da. Naja, gut, vielleicht fällt mir noch jemand ein, wenn ich mal einen Tag hab. Die Scherbenschreiberin, dich tagge ich auch. So. Aniki04, wenn du das siehst, bist du auch herzlich getaggt, hier mitzumachen. Also Alice Bücherland heißt du. Also dein Nickname ist Aniki. Ah, ja, gut. Jo. Dann. Ah, du machst keine Tags, glaube ich. Liebe Ela. Michaela Gutowski. Aber du seist hier mit getaggt. Und Nummer 3 haben wir Endpaper Review. Von dir habe ich schon ewig kein Video mehr gesehen. Aber ich glaube, du machst auch keine Tags. Oh, Tobi Büchergrusel, Entschuldigung. Dich tagge ich natürlich auch sehr gerne. Ja. Anis Allerlei kann ich auch noch taggen. Ja. Gut, das war's von diesem Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen. Ach, ich könnte euch mal fragen. Was wolltet ihr denn in der Kindheit werden? Das interessiert mich sehr. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.